Hallo und herzlich willkommen zu einem Video direkt aus The Elder Scrolls Online. Es gibt ja mittlerweile schon die Prolog-Quest für das kommende Kapitel Somerset, und zwar Through a Veil Darkly, oder weil wir hier mit der deutschen Version spielen, durch einen dunklen Schleier. Oder durch meinen Bildschirm durch. Auch okay. Naja, man sieht, das Ganze ist quasi live. Auf jeden Fall möchte ich mit euch einmal diese Quest durchgehen, um eben das Kapitel gebührend einzusteigen. Ja, und einfach mal so ein bisschen auch wieder reinzukommen in das Spiel. Nur vorweg. Ich habe lange nicht gespielt, locker ein Dreivierteljahr nicht, und entsprechend ist mein Charakter auch noch mehr oder minder leer. Wie ihr seht, ich habe noch zig Fähigkeitspunkte über, ich habe die Hilfe, die mir gerade noch nicht so richtig hilfreich ist, und ich habe aktuell noch nicht so richtig Ahnung, was für Fähigkeiten mein Charakter jetzt gerade hat. Aber wir können das ja zumindest gleich mal testen. Ich habe auf jeden Fall auch die falsche Ausrüstung. Deswegen, Kämpfe dürften relativ holprig verlaufen. Aber wir wollen ja auch die Quest machen und vielleicht kommen da nicht so viele Kämpfe drin vor. Mal schauen. Zumindest muss man dazu in den Kronenshop gehen und kann sich dann gratis den Nachrichtenstein der Magiergilde holen. Falls ihr sucht, das ist unter Quests. Ich musste nämlich eben auch ganz schön suchen. Bin da erst beim Kapitel gelandet und habe mir das neue Mount angeguckt. Was ziemlich gut zu meinem Charakter passt. Aber gut, die anderen Sachen kann man sich leider noch nicht, zumindest im Detail angucken. Schade. Aber wir wollen die Quest machen. Den Magierstein kaufen. Das hat schon mal funktioniert. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, muss man den einfach benutzen. Ja, genau, der Nachrichtenstein der Magiergilde enthält eine vertrauliche Nachricht von höchster Wichtigkeit für Dagiers, mein Charakter, von Varnos Galerion von der Magiergilde. Aktiviert den Stein, um die Nachricht zu erhalten. Endlich, hier drüben! Der große Magier muss mit euch sprechen! Ein sehr interessanter Auftritt, dass er sich selbst als großen Magier bezeichnet. Wobei er ist auch tatsächlich größer. Wenn auch nur ein bisschen. Ich habe euch diesen Nachrichtenstein vor Tagen geschickt. Ich dachte, ihr würdet nie antworten. Hier, lasst mich beiseite legen, woran ich gearbeitet habe. Wir haben viel zu besprechen, ihr und ich. Warum habt ihr versucht, an mich heranzutreten? Ich habe anscheinend eine Nachricht für euch. Von einem Orakel. Sie erreichte mich auf höchst beunruhigende Weise. Aber zivilisierte Leute führen ihre Gespräche nicht über Projektionen. Das ziemt sich nicht. Trefft mich in der Gildenhalle der Magiergilde in Vulkilwacht. Dort können wir reden. Was ist denn falsch daran, hier zu sprechen? Der Aufwand, der nötig ist, um diese Projektion aufrechtzuerhalten, ist reine Magikerverschwendung. Wichtige Angelegenheiten sollten persönlich verhandelt werden. Und wenn ein Orakel betroffen ist, braucht es ein Mindestmaß an Privatsphäre. Außerdem kann mich niemand sonst sehen. Ihr seht aus, als würdet ihr selbst Gespräche führen. Na gut, in Ordnung. Ich treffe euch dann bei der Magiergilde. Was ein sympathischer Zeitgenosse. Schön. Aber ich glaube, das ist zumindest eine Stelle, an der ich schon mal war. Nein. Durch einen dunklen Schleier in Glenumbra. Da will ich hin. Wie komme ich da am besten hin? Da. Ja, das Gold muss man dann wohl dafür ausgeben. Macht man ja nicht alle Tage, dass man vom Gildenleiter der Magiergilde gerufen wird. Aber stattdessen, dass er seine Magiker verschwendet, verschwende ich gerade Gold. Ich weiß nicht, ob das ein fairer Tausch war. So. Vulkilwacht. Und andere Spieler. Lange keine mehr gesehen. Wie ruft man nochmal sein Pferd? Nicht mehr belegt? Okay, dann machen wir das Ganze erst einmal zu Fuß. Meine Tastenbelegung ist scheinbar weg. Schade. Aber man kann ja auch sich zu Fuß erstmal fortbewegen. Sollte ja nicht allzu weit sein. Das ist falsch. Er hat keinen Versuch unternommen, das Planetarium selbst zu benutzen. Okay, wir müssen zur Magiergilde. Die Magiergilde. Also doch, bin auf dem richtigen Weg. Oder? Ja. Dann gleich links. Vorher hatte ich ein Ausdauerbild. Jetzt wollte ich eigentlich zum Magiker-Bild wechseln. Mir ist aber aufgefallen, meine komplette Ausrüstung ist nicht dafür ausgelegt. Deswegen trage ich jetzt, ziemlich schlechte Ausrüstung und völlig ungeeignete für mein, in Anführungsstrichen, Bild.
ein weiterer Grund, warum die Kämpfe vielleicht ein bisschen schwieriger werden, als es eigentlich der Fall sein sollte. Aber hey, was wäre das Leben eines Khajiit ohne Herausforderungen? Und was wären Türen, wenn sie gerade wären? Oder hochauflösend? Eine Nachricht für euch, Kamerad. Ich glaube nicht, dass das zur Quest gehört. Hoppla. Das erklärt natürlich die verpixelte Tür. Ich bin an der falschen gewesen. Das war eine sehr offensichtliche Anzeige, dass man da nicht hin sollte. Nehmen wir diese Gilde. Die passt ein bisschen besser thematisch zum Somerset-Kapitel. Hier drüben. Wir beide haben viel zu besprechen. Falls ihr ein Handwerkszertifikat braucht, kann ich euch helfen. Einfach immer den Spielern nach im Zweifelsfall. Nun, ich wollte schon per Portal nach Alinor reisen, um einmal etwas Ordentliches zu essen. Aber wo ihr gerade hier seid, können wir auch gleich diese Botschaft besprechen. Sie stammt von Marieve, einem Orakel des Wirt. Ich meide eigentlich Wahrsager lieber, aber Marieve verfügt da über ein echtes Talent. Naja, also, wenn das nicht so viel ausmacht, könnten wir auch Portal nach Alinor nehmen und dort etwas essen und währenddessen besprechen. Bis zur letzten Silbe. Ihre Vorhersagen sind deutungsoffen, aber ihre Worte haben mich dennoch beunruhigt. Ein Netz des Aufruhrs, die Insel, die fortging, drei dunkle Fürsten und euer Name. Danach antwortete sie nicht mehr auf meine Projektionen. Und was soll das bedeuten? Das bedeutet, ihr müsst das Orakel finden und euch vergewissern, dass es ihm gut geht. Ich habe ein kleines Boot so verzaubert, dass es euch in einen entlegenen Teil von Ödfels bringt. Unweit jener Stelle, wo das Orakel das letzte Mal gesehen wurde. Und nehmt dieses Beschwörungsmedaillon. Ruft mich damit, falls das nötig sein sollte. Okay, ich werde mal eben nach dem Orakel sehen. Wie der Zufall es will, weiß der große Magier eine ganze Menge über sehr viele Dinge. Was kann ich euch sonst noch verraten, bevor ihr geht? Was hattet ihr zuvor zum Mittagessen zu essen? Beunruhigt? Ich glaube nicht, dass ich das so gesagt habe. Normalerweise neigen ihre prophetischen Verse dazu, von großer Zungengewandtheit und einer ergreifenden Schönheit zu sein. Dieser jedoch wirkte angespannt. Er erwähnte irgendeinen Aufruhr, eine verschwindende Insel und dunkle Fürsten, wahrscheinlich Daedra. Nun, ein Aufruhr könnte nahezu alles sein, wenn auch nichts Gutes. Die Insel könnte sich auf Arteum beziehen, die Heimat des Psychic-Ordens. Sie verschwand vor über 300 Jahren. Und ich habe Gerüchte über irgendeine daedrische Allianz gehört. Und warum hat sie ausgerechnet mich erwähnt? Das werdet ihr beim Orakel ansprechen müssen. Ich schätze, ihr passtet in Marieves Vision oder was immer es auch ist, was sie zu ihren Prognosen antreibt. Wenn diese Botschaft von irgendjemand anderem gekommen wäre, hätte ich sie als eine Täuschung abgetan. An Marieve ist allerdings alles echt. Alles echt? Dann erzählt mir noch mal was über sie. Orakel Marieve gehört zu den Würdinnen, einer Schwesternschaft von Hexen, die die Natur verehren. Marieve hatte schon in sehr jungem Alter erste Visionen. Über die Jahre hinweg hat sie sowohl der Magiergilde als auch dem Psychic-Orden immer wieder Warnungen zukommen lassen. Welche Art von Warnungen? Die übliche Sorte schlimmer Weissagungen. Erst vor kurzem sah Marieve den Tod von König Vollbert und König Tamlin voraus. Sie besitzt eine ungewöhnliche Gabe. Die Fähigkeit, nicht nur eine mögliche Zukunft zu sehen, sondern auch in andere Reiche hineinzublicken. Das macht sie für den Psychic-Orden nützlich. Ja, aber wenn ihr meint, dass das Orakel offensichtlich wichtig ist und in Gefahr schwebt, warum habt ihr es denn nicht hergebracht? Portale beherrscht ihr ja. Oh, glaubt mir, ich habe es versucht. Marieve war schon immer eine Einzelgängerin, sogar noch mehr als die anderen Würdinnen. Sie meinte, sie hätte noch mehr zu tun und dass ihr kommen würdet, um sie zu retten. Also dann mal los! Geht das Orakel retten! Dann bringt es dazu, euch mehr über seine Vision zu erzählen. Okay, okay. Ich habe ja schon verstanden. Ihr wollt Mittagessen. Ich mache das schon. Aber eins muss ich noch wissen. Das verzauberte Boot? Das könnt ihr euch doch gewiss selbst zusammenreimen, oder? Es wird euch genau dorthin bringen, wo ich ihm gesagt habe, dass es hinfahren soll. Der Zauber ist jedoch nicht von Dauer. Ihr solltet euch besser sputen. Ihr wollt in dieser winzigen Nussschale nicht gerade mitten auf dem Ozean sein, wenn die Wirkung des Spruchs verfliegt. Stimmt, dann wird das Schiff bestimmt verschwinden. Einfach sich im Nichts auflösen. Und ich werde nicht in der Lage sein, weiterzufahren. Ich soll es euch geben? Was? Meint ihr, ich hätte hier ein Boot in der Tasche?
Dass man es so zusammenfalten kann, dass es in euren Rucksack passt? Ja. Lächerlich. Es ist in der Nähe der Docks. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Ich mag es nicht, wenn Leute in meiner Karte rumkritzeln. Ich habe den Namen, den mir das Orakel genannt hat, aber schon richtig verstanden, oder? Ich habe das Medaillon so mit einem Zauber belegt, dass ihr mich damit zu eurem Aufenthaltsort rufen könnt. Sofern die Not dafür groß genug ist und ich nicht anderweitig beschäftigt bin. Spart es euch unbedingt für eine besondere Gelegenheit auf. Okay, also mitten beim Hauptgang. Gut. Dann... Hund. Was ist? Zu den Docks und zu dem verzauberten Schiff, damit es uns nicht mitten im See abwirft. Bockig, diese Schiffe heutzutage. Hafen. Wo ist der Hafen? Boot. Ah, okay. Echt? Boot? Natürlich ist es am anderen Ende der Stadt. So. Andere Taste. Dafür der kleine Cut. Pferdchen, schneller. Wir haben es eilig. Das Schiff wird nicht ewig warten. Auf so einem Krabbelkäfer wie gerade an uns vorbeigeritten ist, würde ich auch nicht gerne reiten wollen. Nicht nur, dass er nicht stilvoll ist, irgendwie ist er verstörend. Tiere sollten nicht so viele Beine haben, wenn man auf ihn reitet. Andererseits, besser als so ein einfaches Pferd ist es wahrscheinlich schon. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken mit den Beinen. Vielleicht kann man da ja drüber hinwegsehen. Ach so, ich krieg nicht das schöne Schiff. Er hat natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, wie ich sehe. Schön. Aber immerhin gibt es eine Lampe. Es ist außer Reichweite, aber dafür brauche ich doch das Boot. Na also. Erstmal das Boot anbeten, dann geht es los nach Ödfels. Ah, das ist doch gleich schon viel besser. Braves Boot, hast mich in den Schnee gebracht. Sehr schön. Gerade im beginnenden Frühling, eine super Sache. Ich habe das Orakel gefunden. Yay! Wo? Verrät mir das jetzt noch jemand? Naja. Okay. Das scheint nicht das Orakel zu sein. Okay, also bisher funktioniert das Kämpfen ja noch so einigermaßen. Hatte ich mir schwerer vorgestellt. Aber hey, im Auftrag der Magiergilde sammeln wir Erfahrungspunkte für die Kriegergilde. Das ist doch cool. Trotzdem würde ich sagen, wir versuchen mal das Orakel. Ohne alle umzubringen. Falls das möglich ist. Was war das? Okay, ich soll die Hütte untersuchen. Jetzt muss ich noch eine Hütte finden. Kann ich da durchschleichen? Könnte knapp werden. Nein, dass ich entdeckt wurde, heißt nicht, dass ich entdeckt wurde. Kommt nicht näher. Oh, ihr seid keine solche dädrische Abscheulichkeit. Ah, die Leiste habe ich überhaupt noch nicht. Cool. Ich habe fast keine Magiker. Das ist ja super. Ist das die Hütte? Ich hätte mir ein paar Außenwände gebaut vielleicht. Gerade bei dem Wind. Auf jeden Fall ein sehr belesenes Versteck. Und Essen. Das scheint sich durch diese Thematik hier durchzuziehen. Erst diese dädrischen Anomalien und nun ihr. Was für ein Ärger hat Orakel Marieve diesmal zutage befördert. Ich wurde von Warner Skalerian geschickt, um mich zu vergewissern, dass es dem Orakel gut geht. Wo ist es? Der große Magier? Das überrascht mich nicht. Er war schon immer sonderbar interessiert an Marieves Talenten.
Meine Schwester zieht die Einsamkeit vor. Doch wir sehen schon gelegentlich bei ihr nach dem Rechten. Bei meiner Ankunft waren die Daedra überall. Aber Marieve war fort. Sie ist an Vanos Galerion herangetreten und sie hat meinen Namen erwähnt. Interessant. Mir ist frische Tinte auf einem der Pergamentblätter aufgefallen. Ich glaube, sie hat gerade etwas geschrieben, als die Daedra aufgetaucht sind. Diese Vision muss etwas Besonderes gewesen sein, um die Aufmerksamkeit dieser widernatürlichen Kreaturen auf sich zu ziehen. Also glaubt ihr, dass die Daedra dem Orakel etwas angetan haben? Vielleicht, aber es gibt keine Anzeichen von Gewalt hier. Nein, ich glaube, sie schickte ihre Botschaft ab und ist dann an einen sicheren Ort geflohen. Womöglich zur alten Wirtsstätte in dem, was heute die Minen von Kuras sind. Das ist ein gutes Versteck. Sucht dort nach Marieve. Okay, das werde ich versuchen. Auf zu den Minen. Seid vorsichtig. Diese alten Minen sind verlassen. Doch das heißt nicht, dass sie leer sind. Zwischenzeitlich erzähle ich meinen Schwestern, was hier vorfiel. Ja, Minen sind niemals ungefährlich. Immer haben irgendwelche Völker zu tief gegraben und Flammen und Schatten aufgedeckt. Ich habe gestern Helle Ringe gesehen. Nein. Was? Optional? Ich kann mit dem Boot reisen? Oder? Optional reist mit dem verzauberten Boot. Moment. Geht durch den dunklen Schleier. Verzauberten Stein, ich glaube, auf seiner Wünsche. Kuras? Oh. Okay. Backtracking. Also doch zum Boot. Gut, dass es noch nicht gespawnt ist. Kann ich trotzdem einsteigen? Nein, das Boot will nicht, wenn man kämpft. Naja. Diese verzauberten Boote haben auch alle irgendwie ein Eigenleben. Okay, noch einer? Nein, der nicht. Dann wieder auf ins Boot. Praktisch so ein Boot. Man reist einfach überall hin und das Schiff weiß genau, wohin man gerade muss. Sowas brauche ich auch. Das ist wie selbstfahrende Autos. Nur ohne Reifen. Und auf Wasser. Und umweltschonender.